hier sind Dana und Patrick von Gorilla und heute zeigen wir euch, wie ihr im Sitzen jonglieren könnt, weil das ist das Allerwichtigste und die Grundlage für die Sit-Down-Tricks. Wenn ihr im Sitzen jonglieren wollt, dann ist eure Körperhaltung enorm wichtig. Deshalb nehmt eure Arme zurück, winkelt diese etwas an, lehnt euren Oberkörper nach hinten, winkelt eure Knie an und hebt den Ball etwas nach oben. Jetzt versucht ihr, den Ball hochzuwerfen, dann einmal hoch zu schießen und wieder zu fangen. Wenn das funktioniert, könnt ihr auch mal versuchen, zweimal hintereinander den Ball zu jonglieren oder auch dazwischen auf dem Boden aufkommen zu lassen. So könnt ihr euch immer steigern und einen neuen Rekord aufstellen und euch neue Ziele setzen. Achtet beim Jonglieren im Sitzen darauf, dass ihr den Ball nicht zu hoch schießt, immer etwa auf eure Kopfhöhe und schießt ihn mit eurem Spann nach oben, indem ihr eure Zehen so weit wie möglich nach vorne durchdrückt. Und versucht dann, immer neue Rekorde aufzustellen, indem ihr den Ball abwechselnd mit rechts und links jongliert. Jetzt habt ihr gesehen, wie man im Sitzen jongliert. Es ist nicht ganz einfach, aber wenn ihr dran bleibt, dann seht ihr schnell Fortschritte.